Kaiser. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über gleichwertige Lebensverhältnisse. Dabei geht es aber nicht um Gleichmacherei, sondern es geht darum, für gute Chancen auf ein gutes Leben zu haben, egal ob man in einem 200-Seelendorf wohnt oder in einer Metropole. Und mit Blick auf die räumliche Entwicklung Deutschlands muss man aber feststellen, dass es große regionale Unterschiede gibt in der Lebensqualität und damit einhergehend eben auch Nachteile für die Menschen, die eben in den sogenannten strukturschwachen Regionen leben. Ich kenne diese Nachteile, weil sie mir nicht nur, aber eben doch besonders auch in Ostdeutschland immer wieder begegnen. Und das sieht so aus. Der Laden um die Ecke, den gibt es nicht mehr, geschweige denn den Jugendclub. Die Bibliothek wird bald schließen, weil die Stadt sie nicht mehr unterhalten kann. Eine Gastwirtschaft nach der anderen muss dicht machen, weil sie eben kein Personal mehr finden. Und die 70 Jahre alte Dame, die nebenan wohnt, die überlegt jetzt doch, ob sie eben in die Großstadt zu ihren Kindern zieht, weil sie sich in ihrem Wohnort nicht mehr versorgt weiß. Und der Bus auch, der in die nächste Kreisstadt fährt, wo die Poliklinik ist, auch schon nächstes Jahr dann nicht mehr fahren wird. Menschen in solchen Regionen fühlen sich abgehängt von der Politik und im Stich gelassen. Kein Wunder, dass sie uns oft dann auch nicht mehr vertrauen. Und dieses Misstrauen drückt sich dann auch in Politikverdrossenheit aus und macht eben auch empfänglich für die vermeintlich einfachen Antworten der Populisten. Das spüren wir leider eben auch vor allem in Ostdeutschland. Und deswegen möchte ich heute hier auch noch mal eine Lanze dafür brechen, dass der Osten auch über den Solidarpakt II hinaus eine besondere Förderung braucht, um den Menschen hier eine Perspektive zu geben. Und ja, da ist auch der Ostbeauftragte besonders gefragt, neben den Analysen auch zur Tat zu streiten, um eben sich einzusetzen für die strukturschwachen Regionen, von denen wir hier reden. Klar ist aber auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass das Leben in allen Regionen Deutschlands lebenswert zu gestalten ist. Denn gute Lebensqualität ist natürlich auch die Voraussetzung für einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das hat ja Franziska Giffey auch noch mal sehr eindrücklich hier ausgeführt. Freiwillige kommunale Leistungen, wie beispielsweise die Unterhaltung eines Sportplatzes, einer Beratungsstelle oder eines Freibades, sollten eben gerade nicht von der Kassenlage einer Kommune abhängen, sondern müssen den Bedürfnissen der dort lebenden Menschen entsprechen. Was ist also zu tun? Zuallererst gilt es, Gemeinden und Städte wieder fit zu machen, zum Beispiel durch Entlastungen bei Altschulden und Sozialausgaben oder auch die Unterstützung von Genossenschaften. Zweitens sollten wir klare Prioritäten bei der Versorgung mit schnellem Internet setzen. Zukunftsweisende und für die ländliche Regionen wichtige Trends wie Telearbeit, der Rufbus per App oder auch Telemedizin, das zeigt uns doch, ohne Netz und schnelle Leitung geht bald nichts mehr. Wenn wir strukturschwachen Regionen mittels einer exzellenten Internetversorgung einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, könnten sie die nötige und Innovationskraft entwickeln, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Drittens ist es wichtig, dass wir für Menschen jeden Alters in den benachteiligten Regionen eine Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur gewährleisten und das eben auch mit langfristigen Finanzierungszusagen durch den Bund. Ich könnte jetzt noch viele Maßnahmen nennen, fällt mir auch noch viel ein, aber es wird auch darum gehen, Schwerpunkte zu setzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Juli wurde die Regierungskommission Gleichwertige Lebensverhältnisse eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es jetzt, zügig Vorschläge zu unterbreiten, die benachteiligte Städte und Gemeinden wieder handlungsfähig machen. Menschen im Norden, Süden, Westen und im Osten. Sie sollen in ihrer Heimat die gleichen Chancen auf ein gutes Leben, auch in der Zukunft, haben. Die Kommission muss nun Ideen entwickeln, wie wir dafür in Abstimmung eben auch mit Bund und mit den Ländern und den Kommunen die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Ich wünsche allen Beteiligten bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe gutes Gelingen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Frank Sitter für die Fraktion der FDP.